Herzlich gegrüßt. Heute freue ich mich sehr, Renate Ullich dir vorzustellen. Renate Ullich ist Astrologin und Bewusstseinstrainerin aus Nordrhein-Westfalen und ihr Thema ist Transformiere das Muttersein. So passend zu Muttertag. Liebe Renate, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute dieses Gespräch miteinander führen. Ja, ich freue mich auch, liebe Jurate. Also, ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, schauen wir, was wir für die Mütter mitgeben können. Ja. Und warum hast du dieses Thema für deine Arbeit gewählt? Wie ist das ergangen oder wie ist das gekommen? Also ich arbeite ja, also ich habe als Astrologin, als Kinesiologin auch gearbeitet und da hatte ich natürlich viel auch mit Kindern zu tun und durfte da immer wieder feststellen, dass bei den Müttern Emotionen hochkamen, die aber nicht diese Bereitschaft hatten, da auch hinzugucken. Und ich habe irgendwann wirklich mein Herz war dann immer sehr schwer, wo ich gedacht habe, es ist eigentlich so schade und ja, daraus ist für mich irgendwann dieser Kurs entstanden, dass ich wirklich gesagt habe, ich mache jetzt was für die Mütter, weil die müssen vorweggehen und die Kinder kommen hinterher. Wir müssen ja immer mit gutem Beispiel vorweggehen. Und Hängt das auch mit deiner Erfahrung, deiner persönlichen Erfahrung? Bist du jetzt die Mutter, die du dir wünschen würdest, oder? also ich durfte das auch lernen. Ich habe natürlich auch die Herausforderung gehabt, dass meine Tochter mit 10 Monaten chronisch erkrankt ist. Und dann entwickelt man sich ja auch kurz mal zur Übermutter, weil man ja wirklich so besorgt ist. Und sich da wieder rauszunehmen und wirklich diesem Kind einfach einen anderen Raum wieder zu geben, das war auch meine Erfahrung, ne? Ja, die ich machen musste auch, weil es für beide Seiten extrem wichtig war. Ja, die Kinder sind wirklich unsere größten Lehrer, weil ich habe auch alleine meine Kinder erzogen und ich habe natürlich auch mich als Mutter und Vater in der Rolle gefühlt und war oft wirklich überfordert. Aber dann das Leben hat gezeigt, dass durch diese Übermutter sein wirst du nichts erreichen. Also du musst irgendwie hingeben an das Leben und sich erlauben, nicht immer perfekt zu sein. Hast du auch diese Erfahrung so Ja, gemacht? und das, es geht ja auch darum, wenn wir so mit der Aufmerksamkeit bei diesen Kindern sind, die gehen auch in so eine ablehnende Haltung dann, also weil die sich natürlich auch eingeengt fühlen und alles, was wir denken und fühlen, kommt ja bei diesem Kind an. Das ist ja eine Kommunikation ohne Worte, also die Energie folgt der Aufmerksamkeit, ne? Das habe ich wirklich auch so erlebt und kann ich sogar ein konkretes Beispiel teilen. Vielleicht wird das für die andere auch hilfreich sein. Mein Sohn hat Führerschein gemacht und ich habe so eine große Angst, dass er auf die Straße fährt, weil ich selber so viele Pannen gehabt habe in meinem Leben. Und aus dieser Angst, mein Sohn hat 8-mal probiert, es ist zuerst so Schulexamen und dann ist bei uns so ein offizieller Examen. Und in dieser Schulprüfung ist er 8-mal durchgefallen, obwohl er perfekt fahren konnte. Und dann, als er zurückkam und alles in der Ecke war, habe ich verstanden, das ist irgendwas auch mit mir, weil ich habe immer so Gefühle, starke Gefühle gefühlt. Und als ich mich dieser Angst geöffnet habe und mitgefühlt habe, dann kam er am nächsten Tag ganz locker durch und dann hat er auch diese Staatsprüfung bestanden. Also so stark kann der Einfluss von der Mutter sein. Und das ist nur ein Fall, aber wie viele Ängste haben wir für unsere Kinder jeden Tag und in jeder Genau. Situation? Ja, ich sage immer, das ist die energetische Glocke, die wir den Kindern überstülpen. Und die kann sehr erdrückend wirken, ja. Ja, Fürs Kind jetzt, ne? Mhm. genau. Aber für mich war auch das der Anfang meiner großen Erfahrung. Als die Krise, da die Corona angefangen hat und die Grenzen zugemacht wurden, dann war mein Kind auch im Ausland und sozusagen die Grenze zu. Man weiß am Anfang nicht, wie ernsthaft das Ganze ist. Und dann
kamen wieder meine ganzen existenziellen Ängste für das Kind. Und also diese Situationen haben mir wirklich viel zu tun gehabt, aber ich bin nicht mehr, ich habe nicht mehr diese Gefühle unterdrückt. Ich habe mich wirklich ihnen gestellt. Und das waren dann die großen Durchbrüche in meinem persönlichen Leben. Das Ich glaube, Corona hat tatsächlich bei vielen noch mal was aus tieferen Ebenen hochgeholt, was noch mal wirklich angeschaut werden durfte. Das empfinde ich auch so. Ja, und vor allem diese Angst wegen den Kindern. Ich glaube, wegen mir habe ich gar nicht so große Angst, aber wegen den Kindern hatte ich sehr, sehr große Ja. Angst. Aber klar, es ist ja, die Kinder sind ja unsere Zukunft. Also, ne, auf die müssen wir jetzt bauen. Und die, ich sag mal, die Kinder bringen ja auch schon eine ganz andere Energie mit, die jetzt so ab, ja, Mitte 90 Geborenen bringen eine andere Grundenergie schon mit auf diese Welt. Und vielleicht ist so das auch, was jetzt für viele Eltern auch herausfordernd ist, weil sich diese Kinder nicht mehr so in unser, ja, perfektes System pressen lassen, ne? Du als Astrologin, vielleicht kannst du noch konkreter beschreiben, was ist diese grundsätzliche Veränderung bei den Kindern? Also wo sind sie anders als wir ältere Generation? Also die bringen eine höhere Frequenz schon mit. Also das kann man einfach so pauschal schon sagen. Und klar, wir stehen jetzt, wenn ich mal astrologisch da drauf gucke, stehen wir natürlich jetzt wirklich vor einer neuen Zeit. Also das ist einfach so. Wir haben den Pluto im Sternzeichen Wassermann. Wassermann steht mit dem zwei Wellen. Einmal für die obere Welle ist das Geistige und die untere Welle ist die Materie. Das ist schon mal so eine Ansage, dass alles geistig durchdrungen sein sollte. Und Wassermann ist ja auch ein Luftzeichen. Da geht es ja auch viel um unsere Gedanken, ja. Also alles sollte geistig durchdrungen sein. Und Pluto, wenn man sich das Zeichen als solches mal anschaut, das ist ja diese beiden Bögen, die so nach rechts und links gehen, und unten ist das Kreuz. Und diese beiden Bögen, die stehen für das Männliche und Weibliche, die ja dann zusammenfließen und unten sich in diesem Kreuz manifestieren. Das heißt, sind wir ausgeglichen? Sind wir in der männlichen und weiblichen Energie in der Synthese? Ja, also ich glaube, auch jetzt ist alles von Geist durchdrungen, aber es geht darum, bewusst zu werden dieser Geistigkeit von dieser Materie. Und das ist wahrscheinlich unseren Kindern viel mehr dann bewusst, ja. Und die teilen nicht mehr in so. Das ist männlich, das ist weiblich, das ist, Ja. also die leben wirklich viel integrer, glaube Ja, ich. und die Werte sind auch andere. Denen ist häufig auch die Freizeit schon wichtiger. Also die wollen nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten. Also ich finde, daran merkt man das ja auch, ne? Dass da ein anderes Wertebewusstsein bei den Kindern da ist, ne? Oder wie viele sind auch schon, dass sie sich bewusst ernähren, ohne jetzt, sage ich mal, auf diesen Hype zu gehen, weil der ist auch nicht gesund. Ja, aber viele ernähren sich einfach bewusst aus sich heraus. Und wenn wir unser Bewusstsein erweitern, stellen wir unsere Ernährung ja auch um. Aber aus einer, nicht weil wir das kommunizieren müssen, sondern das ist ja eine Sache, die aus einem heraus, von innen heraus entsteht. Ich kann dann einfach bestimmte Dinge nicht mehr essen. Ich merke einfach, es tut mir nicht gut. Ja, und es ist so schön, dass unsere Kinder uns das Ganze vorleben, weil sie das so selbstverständlich leben und wir noch viel Seminare besuchen müssen, Kurse machen müssen, damit wir dahin kommen, Ja, was die schon lange leben, weil was für die selbstverständlich ist. Das genau. beobachte ich auch bei mir oft, weil die sagen, wozu brauchst du dieses Seminar? Wo geht? Das ist doch alles klar. Ja, was machst du da? Warum? Na, Ja, wir sind ja noch ganz anders groß geworden, ne? Also mit auch einer viel dichteren Energie einfach noch. Ne? Von vor, ja, 50, 60 Jahren war einfach noch eine andere Energie da. Ja, und wir versuchen die zu erziehen, das heißt einfach die
in die Vergangenheit zu ziehen oder zu halten. Ja, Das ist aber Wort, ja, dieses passt nicht. Ziehen, das Thema hatten wir auch tatsächlich, hatte ich auch mit einer anderen Kollegin schon mal in so einem Interview wirklich, ja, Erziehung ist ja schon ein furchtbares Wort, ne? Ja. Eigentlich sollte es Entfaltung heißen. Ja, oder Begleitung. Also, Ja, oder du kannst Begleitung. nur zuschauen, wie die wachsen und so wie, ja, wie der göttliche Vater zuschaut, was wir da für Blödsinn machen. Genau. Ich glaube, der sitzt da und lacht. Na, so metaphorisch gesagt. Also er erlaubt alles. Die bedingungslose Liebe, die gibt die ganze Freiheit und erlaubt alles. Und wenn es schon sehr gefährlich ist, dann greift sie ein. Und daran erinnere ich mich immer, wenn ich jetzt so denke, wie ich erziehen soll. Also ich erlaube maximal. Und ich habe die ganze Zeit meinen Kindern sehr viel erlaubt. War das bei dir auch so, dass du da viel erlaubt Doch, hast? weil ich wirklich als Kind selber oder als Jugendliche auch sehr gedeckelt worden bin, war mir das wichtig, dass die Kinder an Sachen teilnehmen durften, dass sie wirklich auch so ihren Weg gehen konnten. Und natürlich immer in Kommunikation, dass wirklich, wenn was ist, dass sie immer anrufen und ja, dass sie, es musste immer klar sein, wie sie nach Hause kommen. Also das war für mich immer ganz wichtig. Das musste ganz fest besprochen sein, damit ich so in Ruhe dann loslassen konnte. Ja. Ja, das war bei mir auch so, dass ich habe ihm denen alles so ermöglicht, was ich konnte und wie ich konnte. Und ich glaube, dann wollen sie auch nicht irgendwas Schlimmes machen, weglaufen oder hinter dem Rücken irgendwas machen, weil Ja. ich habe auch gesagt, wenn du rauchen möchtest, also ausprobieren möchtest, es gibt Auch. doch in der Jugend auch dieses Thema, dann mach das, machen wir zusammen und dann verging denen gleich die Lust. Ja, Ja. weil ich habe selbst diese ganzen Phasen durchgegangen, also wir waren auch keine Engel und Nein. wir haben vieles hinter dem Rücken gemacht und deswegen habe ich immer versucht, mit meinen Kindern so ehrlich wie möglich zu sein und auch mir meine Gefühle zu zeigen, wenn es bei mir was nicht geht oder nicht gelingt. Also, Ja, das hat ich sich sehr glaube, bewährt, das diese. unterscheidet unsere Generation noch von denen, also zu unseren Eltern. Weil ich glaube, wir haben immer schon versucht, den Kindern zu erklären, was uns bewegt, warum wir so handeln, wie wir handeln. Das haben unsere Eltern und Großeltern wahrscheinlich nicht so gemacht in der Form, ne? Ja. Weil das einfach auch noch eine andere Zeit war und die auch ums Überleben kämpfen mussten und ja, da gar nicht so die Zeit für hatten, ne? Ja, und wir sind so eine Zwischenglied. Wir dürfen alles auffangen, die ganzen Traumas von unseren Eltern, Großeltern und den Kindern die Freiheit weitergeben. Und bei Ja. uns treffen sich beide Seiten, also in der Mitte. Und das ist auch so ein Anliegen in meinem Kurs, dass man wirklich dann sagen kann, ich löse es für die Kinder mit auf. Ne? Also ich gucke als Mutter jetzt, ich spreche ja speziell Mütter an, natürlich können auch Väter daran teilnehmen, aber ich spreche Mütter an, damit sie das wirklich für die Kinder mit auflösen, weil die Zeit ist vorbei, wir müssen das nicht mehr weitergeben. Wir sind heute in der Lage, wirklich in so eine tiefe Transformation zu gehen. Und ich glaube, viele haben immer noch Ängste davor, obwohl es gar nicht nötig ist, weil ja, es passiert ja nur das, was für dich ertragbar und auch machbar ist. Ja, dieses Vertrauen hilft sehr, aber nicht jeder hat dieses Vertrauen. Und zu meinen Klienten sage ich auch immer, dass das, was du bei dir geheilt hast, brauchen deine Kinder nicht mehr zu übernehmen und zu heilen, weil irgendwann in dieser Ahnenlinie soll jedes Thema geheilt werden. Und ich fühle diese Zeit auch sehr unterstützend. Es geht alles so schnell. Also wenn man wirklich sich hingibt und sagt, ich möchte wirklich alle Themen heilen, damit ich nicht an meine Kinder, Enkelkinder weitergebe, dann du kriegst so viel Unterstützung vom Universum und es geht so irgendwie in Leichtigkeit. Merkst du das auch? Ja, also ich habe ja, wie gesagt, heute Morgen
haben wir ja schon mal uns kurz geschlossen. Und wir stehen ja in einer direkten Verbindung zur Sonne. Also wir als Mensch, sage ich mal, wir stehen ja so zwischen Sonne und unserem Planeten. Wir sind ja, durch uns fließt die Energie, wir sind Vermittler. Und auf der Sonne sind ja gerade wirklich extrem Massenauswürfe, also Sonneneruption. Und das macht was mit uns, also das heißt, wir werden wirklich mit der ganzen Frequenz angehoben. Und die Themen, sage ich mal, werden beleuchtet. Vergeistigt, die Materie wird von selbst durch diese Strahlen, diese Quantenlicht, Quanten, Ja, und deswegen empfehle ich wirklich jedem, jetzt ist die beste Gelegenheit. Das ist wirklich so einfacher, vielleicht jetzt hinzugucken als noch vor 10 Jahren, ne? ja. Ja, aber es ist immer ein Begleiter gut an der Seite, weil du Ja. kannst auch durch alle diese Themen, die gleichzeitig hochkommen in dieser Zeit, durch dieses Licht, durchflutete so Zeit, du kannst auch ziemlich verwirrt sein. Und es ist gut, wenn jemand mit dir einfach ein bisschen Struktur in der ganzen System macht, erklärt, woher das kommt, wohin das führt. Also ich Das ist finde, mir auch immer wichtig. Also es gehört eine große Portion Wissen dazu, dass wir die Dinge verstehen, die da passieren, weil es ja auch körperlich sind. Also auch jetzt die Sonneneruption kann schon körperliche Symptome hervorrufen. Viele Menschen reagieren darauf, haben Migräne, Gelenkschmerzen, Magen-Darm-Probleme, so ein Schwindel im Kopf. Und natürlich auch, wenn ich in diese Transformationsprozesse gehe, wird ja auch der Körper gereinigt und entschlackt, also dass er einfach transzendenter werden kann, ne? Ja. Ja. Aber wenn man die Emotionen gereinigt hat, dann kriegt man weniger körperliche Symptome. So beobachte ich, dass die Menschen, die mehr emotional freier sind, die gehen leichter durch all diese Zeit Genau. und die haben nicht so viele körperliche Symptome. Genau, aber durch diese Transformation muss man halt erstmal gehen. Also das gehört einfach dazu, ne? Und Ja, und das ist unser Ansatz. Du hast diesen Kurs Transformiere das Muttersein und ich begleite auch so über längere Zeit die Menschen, damit man wirklich das lernt, wie man das für sich selbstständig weiterführen kann, weil das genau. hört nie auf. Nach dem Kurs hört nicht auf, nach der Ja. Begleitung hört nicht auf. Aber du darfst weiter immer führen und du darfst lernen, wie du das am schnellsten, am besten für dich machst. Genau, also meinen Kurs habe ich auch so konzipiert, dass die Menschen quasi wie so ein Werkzeug haben. Weil natürlich hört das, wie du schon sagst, nie auf. Es geht nur, wenn wir diesen Berg hochgehen, wir kommen in so eine andere Frequenz. Also die Themen, die sich zeigen, haben eine andere Qualität und wir sind dann ja auch schon stabiler. Also wenn wir dieses Werkzeug haben, wissen wir, wie wir dann mit diesen Themen umgehen können, damit es ja in diese Transformation gehen kann. Und das ist mir auch ganz wichtig. Möchte niemanden abhängig machen, sondern wirklich in diese Eigenverantwortung bringen, dass ja, man damit arbeiten kann. Und das Schmerzhafteste, das Gröbste sozusagen, das machen wir dann zusammen in dieser Begleitung. Wie lange dauert das Kurs Transformiere das Muttersein? Also der geht 9 Wochen. Bei mir auch so 9 Wochen, Ja, weil ich ich. glaube, das ist eine gute Zeit und wie gesagt, man kann ja immer noch mal in Kontakt gehen dann, aber eigentlich ist das so ein Fundament dann, ne? Ja. Und dann kann man genießen, das Muttersein, weil das ist so schön zu sehen, wie deine Kinder schon weniger Fehler machen auf dem Weg oder ganz anders ihren Weg gehen. Dann kommt man so in Also, Erinnerung, wie man selber das gelernt hat, das Leben wie so von der Seite zu beobachten. Das ist so wunderschön, finde ich. was Man ich lässt halt, das alles sein, was ist, ja. ja, was ich halt immer auch festgestellt habe, so wenn so Mütter und Kinder bei mir waren, dass dann immer so ein verbaler Schlagabtausch stattfindet zwischen Mutter und Kind. Also das Kind nimmt Mutter gar nicht ernst. Es ist immer so ein
Gespräch, dann sagt die Mutter was, dann reagiert das Kind, dann reagiert wieder die Mutter und ich stehe, sitze dann da und gucke immer. Und wo ich dann die Mutter frage, ist das immer so? Also das ist ja wirklich, wenn ich nicht in mir ruhe, wenn ich nicht stabil bin und also gut auch ausgerichtet bin, nehme ich die Kinder nicht ernst. Vielleicht das ist der Grund, warum die Kinder die Eltern nicht ernst nehmen, weil wir wurden so erzogen, weißt du, mit Strenge. Du musst das Ältere immer ehren oder respektieren. Und unsere Kinder wurden nicht mehr so streng erzogen, aber sie fühlen einfach nicht diese Mitte in uns und deswegen nehmen das nicht so mit respektvoll. Weil wenn wir in uns selbst ruhen würden, wenn wir unsere Größe nein, nicht verstehen, fühlen würden, wahrscheinlich das würde auch so ausstrahlen, dass die Kinder anders nicht sein könnten als so respektvoll den Älteren gegenüber. Ich glaube auch, dass das auch was damit zu tun hat, dass die Kinder spüren, dass wir nicht bedingungslos lieben können, wenn wir nicht in unserer Mitte sind, ne? Also das ist ja auch das, was viele so, wo sie auf der Suche sind, weil wenn ich ganz aus meiner Mitte raus bin, kann ich nicht bedingungslos lieben. Dann bin ich ja immer permanent irgendwie mit mir selbst beschäftigt. Ja, aber man dann kann auch die Kinder nicht zeigen, wie die bedingungslose Liebe funktioniert. Genau. Dann haben sie auch kein gutes Beispiel und verstricken sich in all diesen Bedingungen und das Herz sagt eines, der Kopf sagt was anderes und die Freunde sagen noch was Drittes. Also das ist sehr verwirrend, dann sich selbst zu finden in dieser. Ja, aber genau das ist das Wort. Ich glaube, dass wir wirklich eine sehr verwirrende Gesellschaft haben. Wenn ich das mal so sagen darf. Einfach weil, wie viele sind wirklich, sage ich mal, nervlich, also so kurz vor so einem Burnout und allen wird alles zu viel. Oder dieses andere Extrem ist ja, ich kann nicht mal alleine sein, ich kann nicht mit mir sein. Das halte ich gar nicht aus. Ja, und wie viele erlauben sich, so sich selbst zu sein und zu sagen, dass heute fühle ich mich so und so und mache das und das, ohne zu achten, was die Nachbarn sagen, was die Familie sagt. Also. Aber das war auch so ein Spruch immer von meinen Eltern. Was sollen die Nachbarn denken? Ja, Ja. bei mir auch. Das wichtigste Motiv, artig zu benehmen, die Nachbarn. Ja. Ich hab einfach den Gegenteil dann gemacht. Aus dem Protest. Das, was ich protestieren konnte in den damaligen sowjetischen Zeiten, wir waren so fremdbestimmt. Das größte Protest war karierte Hose zum Beispiel. Und das war schon in diesem Dorf schon ein Protestakt. Also da viel mehr hat nichts gebraucht. Das ist wirklich, wenn man so zurückdenkt, wie sich alles verändert hat. Ja, also ich glaube auch, das, was jetzt kommt, das wird so schnell, diese Veränderungen, die jetzt kommen, das wird schnell geschehen. Also da werden wir vielleicht Mühe haben, hinterherzukommen, ne? Ja. Ja, ich freue mich auf diese Veränderung, weil die wird vielleicht schwer sein, aber die wird befreiend sein. Und Freiheit ist so großer Wert von mir. Also Ja. ich Ich sehne habe mich auch nach so. dieser Freiheit. Ich habe so innerlich immer so diesen Impuls, dass wir schon auf irgendeine Art und Weise auf uns zurückgeworfen werden. Also so auf, dass wir vielleicht alle hingucken müssen. Aber das ist, hat, wie du schon sagst, wirklich was richtig Befreiendes dann. Ja, wenn man das auflöst, diese größten Ängste und alles loslassen lernt, dann Ja, wird. also es hat was Befreiendes auch fürs Kollektiv, ne? Wirklich nicht immer dann nur um eine einzelne Person, sondern da geht es ja um dieses kollektive Bewusstseinsfeld, was wirklich geklärt wird, ne? Ja, und ich wünsche immer, dass das alles so harmonisch wie möglich geht, so wirklich ohne große. Na, so in der Zeit ein bisschen ausgedehnt, so wie jetzt, dass das einfach jeder das integrieren kann in eigenem Tempo, weil. Ja, das wünschen wir uns alle, ne? So schön. Ja. Ich weiß, dass du auch so live kostenlose Live-Workshops machst und Ja.
Ich glaube, wir verlinken unten unter diesem Video dann deine und meine Links und Ja, sehr schön. jeder ist herzlich willkommen, wenn man sein Leben wirklich in die Hand nehmen möchte oder wenn man so ein eigenes Leben leben möchte. Ja, das ist wirklich ein wichtiger Schritt. Danke dir sehr und ich wünsche dir einen schönen Muttertag am Dankeschön. Wochenende. Genießt die Zeit. Danke Dankeschön. sehr. Danke an alle Zuschauer auch. Tschüss. Tschüss.